Sicher, warum nicht? Füße bewegen und den Kopf auf. Du hast einen heftigen Schlag drauf, Jeff. Du hast schon mal überlegt, damit Geld zu machen. Ich kann Köpfe arbeiten. Das war schon. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Meine Technik? Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Ziemlich? Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Okay. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaub an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Was verkaufst du hier? Ja, schauen wir mal. Alles nur vom Besten. Keule, okay. Wow, nee, das ist alles noch zu teuer irgendwie. Erhöht den Schaden um 7. Wie viel kann ich da einbauen? Einen. Okay, erhöht den Schaden um 7. Klingt schon gar nicht schlecht. Für das Angriffstempo ist auch nicht schlecht. Erhöht den kritischen Schaden um 10. Erhöht die Trefferchance um 7%. Was ist denn jetzt das Beste? Also wenn er den kritischen Schaden um 10 erhöht, dann wären das quasi 9, wenn ich kritisch treffe. Und der macht 7 jedes Mal. Dann würde ich mal sagen, kaufen wir den. So, sehr gut. Dankeschön. Ich möchte bitte dieses Buch lesen. Ja, danke. So, dann schauen wir mal, ob wir das Schwert aufwerten könnten. So, jetzt macht es 108 Schaden. Sehr gut. Oh, was ist das? Ich habe eine sportliche Polycarbonat-Sonnenbrille. Nice. Cool. Okay. Achso, das ist dicht. Okay, da kann man nicht hoch. Gut. Hey, deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Okay, gib her. Lass mal sehen. 0. Okay, nehmen wir die. Und nehmen wir einen Schalldämpfer. Sehr gut. Vielen Dank. Gut, gucken wir mal. 59, 49. Ja, ist die 49 ja irgendwie doch trotzdem noch besser, ne? 59 meine ich so. 41. 49. Physischer Schaden. Plus 2, minus 2. Oh, der hat einen besseren Kopfschussmodifikator hier. Machen wir das mal, das können wir gebrauchen beim.
So, und die andere Waffe, die können wir mal wegtun. Das hier können wir dann noch upgraden. Das ist dann okay. Können wir aus dem Verborgenen angreifen. Genau, die sind gut. Klare Linien, Bleistiftröcke, asymmetrische Jacketts. Auf dem Markt gibt es echt super Imitate. Hab ich selbst gesehen. So, wollen wir uns jetzt mit Jackie treffen oder wollen wir erstmal hier so ein bisschen rumerkunden? Ich bin ja für rumerkunden. Stimmt schon. Aber wenn du nicht haben kannst, was du willst, solltest du wohl. Average temperatures. Medizinischer Verband, okay. For your own safety, do not disturb or obstruct an NCPD officer performing their official duties. Oh, hier sind Polizisten am Verbrechen. Ist hier draußen irgendwo, da komme ich nicht hin. Okay. Dann gehen wir halt. Oder ist es hier oben? Muss ich hier hochgehen? Ich will nicht mit dir sprechen. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Okay. So, und das ist alles erst noch der Wohnblock, in dem wir irgendwie wohnen jetzt. Dass ich hier bin und wer ich bin. Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Okay. Noch ein Aschenbecher. Und ein Handfächer, was man halt so findet. Und ein Lager. Und ein Plektrum. Nicht hier rüber springen? Ja, Tatsache. Okay. So, jetzt muss ich mit Jackie reden, aber wir gehen erstmal zu Fuß hier weg und gucken uns die Stadt ein bisschen an. Da hinten ist Jackie, 15 Meter entfernt. Okay. Jetzt sollte ich doch eine andere Waffe nehmen. Oh, shit. Ah, verdammt. Ich bin tot. Okay, müssen wir uns vielleicht eine andere Taktik ausdenken. Das war vielleicht ein bisschen
Elefant im Porzellanladen, aber das kriegen wir, glaube ich, geregelt, wenn wir das nochmal versuchen. Ist die Frage, wo er uns jetzt nachlädt, weil wir haben nicht wirklich viel gemacht, wo man einen Checkpoint auslöst, sage ich mal. Und er lädt ziemlich viel, das ist ein Zeichen dafür, dass dass er ziemlich viel nochmal neu laden muss, weil sich der Spielstand in der Zwischenzeit schon sehr verändert hat. Ich tippe mal, als ich rausgegangen bin aus dem Mega-Gebäude, da wird er abgespeichert haben. Ja, genau, hier. Dachte ich mir. Okay. So, wollen wir mal gucken. Scheiße auf alles! Seht ihm nicht in die Augen! Der guckt in meine Richtung, das ist nicht gut. Wow. Interessant. Okay, haben wir schon jede Menge Quatsch eingesammelt hier. Mal gucken, ob irgendwas besser ist als die Sachen, die wir schon haben. Oh ja, die sind leider alle besser hier, die Lexington. Das ist aber eine Powerwaffe, also könnten wir vielleicht hiermit sogar benutzen. Erhöht die kritische Trefferchance um 3. Sehr gut. Immer 47. Ja, ist tatsächlich immer noch besser als... Das war, das Messer wird mal entsorgt. Und hier die ganzen... Gucken wir mal. Die sind alle besser. Okay, 62, 60, 63. Ich glaube 63. Dann können wir hier... sogar noch ein Dings einbauen. Warte mal. Okay.
Ich habe keine Ahnung. Hier wird der Schalldämpfer noch angezeigt, obwohl ich den schon längst in der anderen Waffe drin habe. Irgendwas ist hier immer noch nicht ganz in Ordnung. So, nun könnte ich statt dieser Sonnenbrille, die auch besser ist, die allerdings, ich weiß nicht, ein bisschen retro aussieht, aber was soll's. Dann machen wir die Neo-Sonnenbrille, schmeißen wir aber weg. 5,9 für diese Stiefel hier. Das sieht ein bisschen aus, als hätte ich gerade am Außendeich gearbeitet, aber okay. Ja, nee, die wollen wir nicht, glaube ich. So, zack. Okay, haben wir sonst noch irgendwas gefunden? Sieht nicht so aus. Okay, Itemherstellung. Jetzt können wir uns das Sniper-Rifle leisten hier. Können wir sogar einige von bauen und die dann verkaufen für 80. Bauen wir mal ein paar. Es gibt jede Menge Erfahrungspunkte hier. Und bis auf Level 3 kann ich kommen. In dieser Fähigkeit. Zack, Level 3. Okay. Können wir jetzt... Ne, einen Punkt können wir nicht setzen, leider. Aber wenn wir technische Fähigkeit weiter erhöhen wollen, müssen wir hier noch einen Punkt draufsetzen, einen Attributspunkt. Ist die Frage, ob wir das machen wollen. Ja, okay. Was ist hier unten? Ein paar Eddies für den Veteran? Ach, warum nicht? Hier. Hier, bedien dich. Ich wusste, du bist einer von den Guten. Danke. So, schauen wir mal. Ob wir auf der Karte... So, hier hätten wir einen Ripper-Dock. Oh, Zwillinge. Kleine Zwillingserwachsene mit Gesichtsmasken. Absolut. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Ich meine, Scheiße, er hatte seine Uniform an. So, schaufen wir mal. Können wir hier die ganzen Sniper-Rifles verkaufen? Und den ganzen Quatsch hier. So, Inventar, wir brauchen die ja, okay, das soll also. Okay, gut. Die Waffe müssen wir behalten, weil das ist eine ikonische, die können wir weiter aufwerten. Aber schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas. Hier ist ein Ripper-Doktor. Ist das sogar Vic? War das hier? Bin ich hier jetzt schon zu Fuß hingelaufen? Nee.
Fairy Frost Trenchcoat mit Schutzschicht. Das sieht natürlich wahrscheinlich heiß aus. Ne? Ne? Wie ist das? Ne? Ja. Okay. Und dann können wir die Bäckerweste. Von diesem Leben haben wir uns verabschiedet. Wir sind jetzt Mantelmann. Nicht bitten. Hier kann ich nicht rein, weil hier muss ich mit Jackie hingehen. Okay, glaubt okay. Ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Kameras sind überall, sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen. Sagen wir mal, du hast recht. Was soll's? Soll ich mir etwa die Optik rausreißen? Danke, aber nein, danke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, aber die Kinder, die Zukunft, das Leben, das noch vom Sakrileg unberührt ist. Okay. Die können wir retten, mögen Mütter ihre Leiber beschützen, mögen Väter Gras auf Chrom in ihnen sehen. Schon seit Tagen nonstop beim Fieber. Irgendein neues Spiel. So ein Scheiß da mal drin. Ist das sein? Diese Leute hier, das sind immer Leute mit Steckbrief. Darum haben die da das kleine Faustsymbol. Die kann ich ungestraft quasi angreifen. Jemand hier? Hallo? Moin, wie geht's? Hallo? Du legst es drauf an? Okay. Ich hab die noch nicht mal selber angreifen müssen. Ich hab mich nur dahingestellt. Wie ein Idiot. Okay. Jetzt kann ich mir natürlich hier ein cooles Moped klauen. So ein Akira-Bike. Wie ändert man die Ansicht? Ah, so geht's. Okay. Bist du high oder was? Dass die einem immer mitten im Weg springen. Ja, danke. Wie komme ich hier raus, sag mal? Muss man irgendwie rauskommen. Die sind auch hier reingekommen mit ihren Moppets. Sorry! Oh, scheiße! Oh, tut mir leid! Tut mir leid! Ah! Oh, großartig.
ist so eine blaue Keule, die bedeutet, da kann man hingehen und sie streiten mit Leuten, quasi. Neutralisiere die Täter und sichere das Beweismaterial. Moin! Oh nein! Ich bin tot! Ich habe noch nie Nahkampf gespielt, darum ist das ein bisschen hakelig hier. Gucken, wo er abgespeichert hat. Wahrscheinlich da bei den Typen mit den Motorrädern. So wie ich den Laden kenne. Aber ich mach mal kurz Stopp, solange er lädt, weil sonst ist das hier ein bisschen zu langweilig. Bis gleich. Oh, wow. Hier vor noch. Okay. Das war doch eben noch silbern, oder? Da waren zwei silberne und sie kommen in verschiedenen Farben, wenn die zufällig generieren hier scheinbar. Na gut, nehmen wir das mal. Guck mal, schon wieder mitten im Weg. Ich hätte gerne eine andere Ansicht. Ich fahre jetzt hier an dir vorbei, wenn ich darf. Moin, Herr Polizei. Warum kann ich hier nicht... Oh. Das sind unsichtbare Mauern im Weg, toll, während die Leute auf mich schießen. Hilfe! Okay, auch gut. Wie auch immer das passiert ist. Dieser Stern da oben rechts bedeutet, dass die Polizei mich sucht, aber die hört dann irgendwann auf. Wenn ich weggefahren bin, dann denken die, ah, nicht mein Problem. Und dann ist ihnen das egal. So, da ist Jackie wieder. Was, warum? Okay. Okay, der erzählt gar nichts, aber interessanten Arm hat er da. Hey, du. Und die macht Fotos hier von den Leuten. Hallo. Soll ich posieren? Okay, ich würde mal sagen, das reicht für heute wieder. Wenn ihr mögt, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht zum Ripperdock fahren. Oder aber mit diesem Motorrad weiter unsicher. Manche Leute. Mal schauen. Jo, bis denn.